Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von schief gefahren LS22 hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, ich fahre schief. Ich bin hier noch beim Mulchen. Ich habe da oben schon mal ein bisschen gemulcht, hier unten jetzt gerade gemulcht, vorne hinten noch mal ein bisschen gemulcht, aber es mulcht sich hier hin. Ja, die Felder, die sind doch recht groß. Ich denke mal, da können wir durchaus mal irgendwann, oder müssen wir irgendwann jetzt auch so eine neue Technik bringen. Aber, nun gut, jetzt habe ich erstmal in Schafe investiert. Wie gesagt, 100.000 Investitionen stehen noch aus in dem Bereich. Und zwar ist das dann nachher für die fertige Schneiderei. Aber jetzt wollen wir erstmal bei den Schafen, mit den Schafen, die ordentlich Wolle produzieren, dass wir da ordentlich was zusammenbekommen an Stoffen, damit wir in der Schneiderei ganz schnell ganz viele Klamotten vielleicht eventuell noch rauskriegen. Und dann, ja, Ende des Tages vielleicht bei der Baumwollernte noch ein bisschen Baumwolle ernten für unsere Näherei. Da haben wir ja extra, oder für eine Spinnerei, welche extra die gekauft, die es auf der Karte gibt. Das hat halt genau den Hintergedanken, dass man da vielleicht eventuell ein bisschen profitieren kann noch. Apropos profitieren, unsere Profi-Hühner müssten, oh Gott, war das schlecht. Na egal. Unsere Hühner müssen wir wirklich nochmal nachgucken, ob die schon genügend Nahrung haben oder nicht. Hier muss ich auch schon wieder. Was ich denn heute? Bin ich denn betrunken? Damit bin ich nicht davon ausgegangen, also noch nicht. Vielleicht heute Abend, später Abend, aber jetzt noch nicht. Na egal. Also bei den Hühnern müssen wir dann jetzt wirklich langsam nochmal ganz kurz gucken, wie viel Nahrung wir dann nochmal nachwerfen müssen. Wir können schon. Ich denke, da sollte sich jetzt durchaus schon ein bisschen Platz geschafft haben. Dann ist das wirklich 3 Monate her, als das letzte Mal was reingeschmissen habe. Also mindestens 2 Monate. Und wie ist denn das hier? Überall lässt er was stehen. Nee, nee, nee. Kannst du nicht gebrauchen für nur einen Typen. So. Ja, also, wie gesagt, bei den Hühnern, da werden wir heute nochmal reingucken, ob ich zumindest dass ich das schaffe und dass wir nebenbei das Feld hier fertig gemulcht kriegen. Während wir uns über das Wetter unterhalten. Nee, Wetter weiß ich gar nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie das Wetter wird an den Tagen, wo die Folgen kommen. Aktuell ist das Wetter sehr gut. Heute Nachmittag waren 20 Grad draußen. Da konnte man ja richtig schön schon eigentlich theoretisch mit dem Kabel so offen fahren. Naja, ganz so gut ist noch nicht. Aber so mal ein Eis essen gehen, wäre schon drin gewesen heute. Das muss man ehrlich sagen. Ich habe aber die Eissaison habe ich schon eröffnet. Also ich war schon einmal ein Eis essen. Und am Wochenende, wo es so schön warm war, schon mal beim letzten, ich weiß nicht, vorletztes Mal. Ich glaube, 1. April war es so richtig schön warm. Und dann bin ich dann schon mal durchaus zur Eisdiele gegangen hier in der Stadt und hab mir einmal 2 Kügelchen gegönnt. War lecker, muss ich sagen. Ist aber auch immer lecker, so ein Eis. Muss man, also über Eis, das ist wirklich auch so eine richtig tolle Sache. Finde ich richtig gut. Also Eis könnte man, da kannst du mich, da kriegst du mich mit, ne? Also da, muss ich sagen, habe ich dann, also da bin ich sofort dabei. Und sag, ja, lecker. Hummel. Hier bin ich, wer noch? Nee, oder so. Keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, Lieblingssorten, Schokolade, Banane. Ich esse aber auch gerne Schlumpfeis. Also das Blaue, keine Ahnung. Die Chemiebombe, weil da ist ja Geschmack mit Chemieblau, glaube ich, bloß drin. Oder da sieht einfach nur blau aus und ist Vanilleeis oder Milcheis. Macht nichts, esse ich trotzdem gern. Und Waldmeister geht auch sehr gut. Also so ein Waldmeisterchen, da bin ich immer. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Waldmeistergeschmack so mag, aber ich mag ihn wirklich sehr gerne. Und dann gibt es Waldmeisterbrause. So. Und dann gibt es gute Waldmeisterbrause, die schmeckt richtig schön nach Waldmeister. Und dann gibt es schlechte Waldmeisterbrause, die schmeckt, als wenn du ein Stück Seife im Mund hast. Hat mir einmal, also ich habe hier so eine ganze Weile mal von, irgendwas mit Brunnen, keine Ahnung, was hieß. Waldmeister und Himbeerbrause immer so im Wechsel mal mitgebracht, so ein bisschen. Und irgendwann war noch mal eine Waldmeisterbrause dabei. Die hat wirklich, also da hast du gedacht, du leckst an der Seife. Also so richtig schön am Leckstein gepudert. Nee, keine Ahnung. Also fürchterlich vom Geschmack. Und seitdem kaufe ich die dann nicht mehr, weil das ist so eine Sache bei mir. Das ist dann im Kopf drin. So. Und dann, wenn ich das nächste Mal wieder genau die gleiche Marke trinke, esse irgendwas, dann ist dieser scheußliche Geschmack halt im Kopf drin und dann kommt das gleich wieder mit durch. Das ist zum Beispiel genauso. Ich habe früher immer ganz gerne diese aufgeschäumten Puddings gegessen, diese Vanille und Schokopudding aufgeschäumt. Kommt jetzt Triggerwarnung, wird ein bisschen eklig.
Ich hatte mal einen, da war der Becher aufgeknackt. Auf einer Seite war ein Riss drin. Habe ich mir nicht gemerkt. Problem war, der schimmelige Schimmel, der hat sich da aber schon eingenistet gehabt in den Pudding. So. Und ich habe dann einfach mit einem Löffel rein und nicht drauf geachtet, was ich da esse. Boah, wird mir schlecht noch. Wenn ich von erzähle, wird mir schlecht. Ja. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich wirklich, also ich habe wirklich 10 Jahre nicht einmal mehr so ein Pudding, auch die anderen Puddings, die quasi in klar quasi sind, also nicht aufgeschäumt, sondern die einfach so, bloß dann mit der Vanille und diese schwarze Rühr und die mit Sahne oben drüber. Wobei diese Chemiesahne, die da auch gesprüht ist, die ist ja auch so ein schwierig, hätte ich ja gesagt, ne? Da darf man auch hier Sebastian Biegel lässt grüßen, hätte ich gesagt, wieder. Da ist auch nichts Gutes drin, ne? Also beim besten wenig. Mann! Konzentrier dich doch mal. So. Und wie gesagt, also da ist wirklich, das ist ganz nah dran an Schrottessen, was man dazu sich nimmt. Und das, ja, wie gesagt, es hat also wirklich 10 Jahre gedauert, ehe ich denn das wieder weg hatte. Ne? Also jedenfalls, wenn ich sonst so ein Pudding da gegessen habe, aber wenn ich mir gerne gegessen habe, meine Mutter, die hat nicht ganz verstanden, also da war ich 12, 13. Meine Mutter hat damals zu der Zeit nicht verstanden, warum ich diese Puddings einfach nicht mehr anfasse. Du hast die doch mal gegessen, jetzt habe ich da welche mitgebracht, warum isst denn die nicht mehr? Und ich sage, ja, nee, ich mach die nicht mehr. Ruhig das Thema. Okay. Hat nicht, nur bedingt quasi, ja klar, also klar, meine Mutter versteht das nicht in dem Moment, ne, so sagt sich, ja gut, da hat sie mal einen dabei, der war halt nicht so gut, hat den anderen, der ist ja wieder gut, aber nee. Ja. Ich bin auch einer der dieser Haltbarkeitsdaten, die da draufstehen, ne? Das ist für mich tödlich ab. Also wirklich. Haltbarkeitsdatum erreicht, überschritten, weg. Deswegen kaufe ich eigentlich auch immer nur so ein, dass ich wirklich auch immer alles schaffe, bis zum Haltbarkeitsdatum wegzuessen, damit ich genau das nicht machen muss. Weil Essen wegschmeißen ist wirklich was, was ich sehr, 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 sehr ungern mache. Das ist das Einzige, was ich an Essen, was ich regelmäßig wirklich auch an Essen wegschmeiße, ist Brot, weil ich da immer, sage ich mal, recht unterschiedlich manchmal plane. Also Anfang der Woche plane ich dann, dass ich dann sage, ja, machen wir eine Brotwoche mal wieder. Nehmen wir uns so ein bisschen Brot mit auf Arbeit und so, damit das dann wegkommt und dass wir das auch schaffen. Ah, und dann, keine Ahnung, dann halt das Angebot, was dann der Kollege bestellt, quasi irgendwie doch verlocken als die Scheibe Brot. Und dann, ja, kann das mal passieren, dass man ein bisschen Brot wegkriegt oder was, oder was dann. Ich meine, bleibt immer so ein bisschen mit über, also gut. Ja. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, fürs Wochenende das halbe Brot zu kaufen. Das könnte ich mal, das reicht auch immer hin, weil ich habe genug anderen Krempel, die ich essen kann. Man kann auch immer was mit Kartoffeln machen oder so. Und wie das auch schon, Kartoffeln und Ei ist ja eigentlich immer eine gute Mischung. Da kriegt man immer was hin. Oder Kartoffel, ein bisschen Mehl, wenn man welches hat. Und Zucker und zack hat man einen wunderschönen Pfannkuchen und dann Palatschinken oder wie auch immer man das jetzt sagt. Palatschinken ist in Österreich, glaube ich. Kann man schnell mal was essen und dann hat man auch wirklich was essen. So ein Eierkuchen ist schon echt was Tolles, ne? Muss ich sagen, mache ich mir jedes Wochenende mindestens einmal zum Frühstück. Meistens sonntags. Und dann gibt es schön zum Frühstück, Pott Kaffee dazu, Eierkuchen. Glauben ist ja schon Apfelmus drauf. Und dann. Makofax. So. Und ich sag Eierkuchen, weil es bei mir Eierkuchen heißt, weil nämlich der Pfannkuchen bei mir der Berliner ist und deswegen kann ich einen Pfannkuchen sagen. Manche verstehen einen Pfannkuchen nicht. Ein hin, ein her. Aber es ist halt ein Kuchen, den man in der Pfanne backt. Nein. Weg. Das ist weg. Kann man backen. Ich kann gut backen und auch das andere. Es wird nicht besser. Es ist auch noch gar nicht so spät. Wir sind jetzt kurz nach 6, aber es ist halt ein Arbeitstag gewesen und da ist man einfach durch um 6. Ne? Da ist nur noch dumm im Kopf. Also egal was du machst. Was hast du gesagt? Apropos Arbeit. Ah, kann ich noch einen erzählen heute.
von heute. Da hatten wir, heute haben wir Praktikanten dann gekriegt, habe ich glaube ich erzählt oder was, ich sie nicht mehr kriege. Irgendwo habe ich erzählt, den Praktikanten, den ich mal betreuen muss, weil der eigentliche Betreuer, mit dem sitze ich zusammen im Büro, aber der ist jetzt verletzt, so, ich muss halt komplett länger aus, krank und... Ist es mir denn zugute gefallen, dass ich von dem Betreuer oder sagen sollte, wer sitzt wo, wer ist wer und so, also einmal das Haus tragen und allen vorstellen und sagen, hallo, hier bin ich, wer bist und warum. Ne? Und ja, da haben wir dann schön ein paar Runden mal durchgedreht in der Firma und dann bin ich mit dem da unterwegs gewesen. Allen Leuten, die da auf dem Weg unterwegs waren, habe ich mal vorgestellt. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich durchaus von ein, zwei Kollegen den Namen nicht weiß. Durchs Haus gelaufen. Also ich habe anhand des Gesichters wusste ich nicht, wer sie ist oder wer er war. Also eine sie, eine er habe ich vergessen gehabt. Passiert, würde ich sagen. Ist nicht schön, aber passiert. Und ansonsten habe ich auch so ein paar Kollegen gehabt, weil ich, wenn ich jemanden durch den Haus trage, kann ich natürlich nicht die Vornamen sagen. Klar, ne, wenn man da jetzt, den kennt man ja schon jahrelang und mit dem ist man per Du, aber ich kann ja jetzt nicht einfach dann sagen, so hier, das ist Ralf, das ist Olaf, das geht ja nicht und deswegen, also namenfrei erfunden übrigens, ne, und deswegen muss man da, ja, den Nachnamen wissen und dann stehe ich dann von dem Kollegen, den ich schon seit Jahren kenne, mit dem ich seit Jahren zusammenarbeite. Aber den nehme ich halt immer bloß beim Vornamen, ne? Und dann stand ich da und sagte, ja, Nachname müsste mir auf der Sprünge helfen, ich kenne bloß, meinen Vornamen. Unfassbar. Eigentlich vielleicht sogar. Naja. Aber so ist es halt, ne? Wenn man jemanden die ganze Jahr immer Kartoffel nennt und dann muss man mit ihm mal zumal mit ihm Rundelrübe sagen, das klappt halt nicht, das ist dann halt Kartoffel. Und fertig. So. Der Spitzname prägt sich hier immer schneller ein als der eigentliche Name. So ist das Leben. War aber ganz lustig. Also ist, die Tour mit ihm war eine gute Stunde, waren wir unterwegs im Haus. 80 Leute vorgestellt. Am Schluss gesagt, so, du kennst 20%, ich 80% zusammen, haben kriegen wir alle zusammen, das ist jetzt schon mal gut. Ach so. Nee, aber ist aber ganz cool, also gewesen. Und hat Spaß gemacht. Muss ich aber jetzt nicht jeden Tag haben. Naja. So. Und eigentlich sitzt er auch nur bei mir, also ich habe mit ihm jetzt quasi arbeitstechnisch gar nichts zu tun. Kann ihm natürlich aus Gründen dessen, dass ich mit den Platinen ein bisschen was zu tun habe und da immer ein bisschen was mache, kann ich natürlich, also weil ich die ja programmiere, kann ich natürlich immer ein bisschen helfen, ein bisschen aushelfen, ein paar Sachen erklären, aber ja, müssen wir mal gucken. Elektrotechnik. Ja. Und dann ist es immer so, ich persönlich habe ja gar nicht studiert. Ne? Ich kenne mich da mit dem ganzen Prozedere nicht aus, ich weiß nicht, was man da machen muss und ähnliches. Und ich bin ja generell so ein bisschen noch, naja, mein Gott, nur nicht pragmatisch veranlagt. Was dann immer dazu führt, dass ich da an der einen oder anderen Stelle dann auch so ein, das akademische Arbeiten und Denken dann halt eben nicht ganz nachvollziehen kann. Und deswegen, naja, so, er ist ja nur im Studium, dafür macht er das. Und, das ist dann auch immer so ein bisschen so ein Unterschied in den Denken. Interessant war, dass dann gleich sich unter den Studierenden oder Studierenden und sich gleich über, keine Ahnung, irgendwelche Profs unterhalten, die man da kennt von der Uni und wie war die Prüfung bei dem schon überstanden? Ja, nein, vielleicht, Halskette, also ernsthaft, genau. Und da bin ich dann raus, das kenne ich dann alles nicht, also da kenne ich mich auch zu wenig aus in dem ganzen Prozedere drumherum und da gibt es ja wirklich, das ist ja manchmal dann halt doch schon ein bisschen ja, seine eigene Kultur, würde ich fast sagen, so dieses was Studierende untereinander sich unterhalten und was sie erlebt haben, da sind die halt quasi in ihrem eigenen kleinen Bereich unterwegs
der sich für mich bisher immer so ein bisschen ja verschlossen hat, weil ich halt eben wirklich das nicht gemacht habe, ne? Kein Studium gemacht habe und deswegen ist dieses Leben auf Campus und in Uni und so, das kenne ich dann halt eben einfach nicht. Und ja, da wird es dann halt eben schwierig, das bei manchen Sachen dann mitzukommen, dran zu bleiben oder halt zu wissen, wovon reden die da eigentlich gerade. Ne? Weil ich zum Beispiel beim besten Willen nicht wusste, was eine schlagende Verbindung ist. Eine schlagende Verbindung, wie ist das denn? Ja, das ist eine Verbindung von Studenten und schlagend heißt, dass die halt eben noch einen Brauch dabei haben, wo die sich dann da irgendwie mit Degen gegenseitig bekämpfen oder beziehungsweise so einen Kampf ausrichten und keine Ahnung, was die da machen müssen. Auf jeden Fall kommt daher das Sprichwort mit dem Schmiss, weil wenn die sich gegenseitig treffen, kriegt der andere ja eine Wunde und eine Verletzung und das nennt man einen Schmiss. Das habe ich dann mal irgendwann gelernt und dann dachte ich mir auch so, manchmal ist es glaube ich gut, dass ich da nicht ganz so dicht dran bin. Und ich kenne, das ist auch noch was, was ich dann gelernt habe, es gibt wohl Geschlechtertrennung auch dabei. Und dann gibt es rein weibliche und rein männliche Verbindungen und dann gibt es die ganzen neuen Modernen, die auch beide zulassen gleichzeitig. Also ernsthaft, ne? Ich würde mir keiner Verbindung anschließen, die generell Frauen ausschließt. Und das. Okay. Das ist ein schlechter Witz. Ja. Und sich dann darüber aufregen, dass eventuell zu wenig Frauen in der Nähe sind und man keine Partnerin findet. Ja, nee, ist klar. Du begibst dich selber in einen Raum, wo nur Männer zugelassen sind und wunderst dich, dass du denn keine Frau hattest. Alles erlebt. Es ist nicht so, dass ich das nicht erlebt hätte. Also nicht, dass mir einer aus einer reinen Männerverbindung gesagt hätte, das ist immer ein bisschen blöd, abends bei den Partys sind keine Frauen da. Ja, aber, hä? Dann geh doch da nicht hin. Hast du doch selbst gewählt, dieses Schicksal. Naja. Aber manche sind halt ihres Schicksals Eigenschmied, sagt man das, glaube ich, so. Ja, so sagt man, ne? Schicksal Eigenschmied und dann kommt halt sowas zustande, ne? Dass man da halt der Meinung ist, oh mein Gott, nö, ne? Nee, aber das sind halt so Sachen. Die gehen mir halt eben auch wirklich, also die gehen mir wirklich ab, weil ich da keinen Plan von habe und auch, um ehrlich zu sein, mir der Mut fehlte zu studieren. Weil ich einfach von mir selber behauptet hätte, machst du eh nicht. Und deswegen bin ich da ein bisschen raus und naja, aber war ganz lustig. Das mal wieder immer zu hören, die Storys, die sich dann erzählen und gegenseitig die Taschen vollhauen, das ist auch mal ganz lustig. Da höre ich dann auch mal ganz gerne immer zu und dann denke ich mir so, ja, nö, klar. Dies, klar. So. Gut, gibt's sonst noch irgendwas Schönes zu berichten von euch oder so? Habt ihr noch irgendwas Tolles erlebt? Es müsste ja jetzt mittlerweile Ostern sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gucke mal im Kalender nach. Ob der Samstag ist. Ah, das ist schön. Geht ihr heute auf ein Osterfeuer zum Beispiel? Das ist vielleicht für mich nochmal wichtig, weil ich gehe immer gerne zu Osterfeuer feiern. Ich bin so ein bisschen, ne, so also Sommersonnenwende, Wintersonnenwende würde ich ganz gerne feiern, also mit groß pompösen Feuern und sowas. Da bin ich dafür, diese alten Bräuche, die mag ich. Keine Ahnung, ob da der Pyromane in mir durchkommt oder so. Oder vielleicht bin ich Pyromane, ich weiß es nicht genau. Nein, eigentlich bin ich kein Pyromane, aber ne, Sachen gibt es ja immer wieder. Aber ich finde so ein Feuer einfach faszinierend. Erstens von der Größe, zweitens von der Wärme, drittens von dem, hat das was Meditatives, wenn man da so ein bisschen zuguckt. Deswegen finde ich Kamine auch toll. Und deswegen, ja, falls ihr zu einem Osterfeuer geht, oder falls es überhaupt gibt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt landläufig so viel Osterfeuer gibt dieses Jahr. Weil, ja, ne, wir dann wieder irgendwelche Bestimmungen und dies und das darfst du nicht und hier da musst du und
wenn dann da irgendwie mehr Leute aufeinandertreffen, dann musst du auch und, naja. Ein Konzept haben für irgendwas und hier sind das. Naja. Da weiß ich nicht, ob es diese überhaupt Osterfeuer gibt. Ich bin ja wieder bei meinen Eltern über Ostern, deswegen muss ich ein bisschen vorbereiten. Deswegen habe ich auch im Kalender gerade gucken müssen, wann diese Folge kommt. Obwohl der Unterschied bei mir so groß ist. Aber das liegt wieder an meiner Faulheit. Beziehungsweise an meinem Zeitplan und Zeitmanagement. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen meine Faulheit, weil ich habe immer irgendwie ein bisschen was zu tun und mache immer ein bisschen was. Habe aber momentan noch so ein paar andere Interessen entwickelt, die ja auch ein bisschen Zeit brauchen oder Zeit kosten, aber was ich gerne machen möchte. Und deswegen, naja. Fällt so das ein oder andere beim Zocken halt hin. Das habe ich dann halt nicht mehr. Na gut. Aber das soll keine Entschuldigung sein dafür. Wir sehen uns morgen am Ostersonntag wieder. Am Ostersonntag werden wir dann nochmal... Halt, wir werden jetzt noch Folgendes machen. Gucken wir ganz kurz bei den Tieren. So, hier bei der Mulcherei, da war ich sehr gut. Kein Fleck ausgelassen. Hier auch kein Fleck ausgelassen, da auch nicht. Hier muss ich noch, da muss ich noch und das muss ich noch machen. Kriegen wir aber hin. Jetzt gucken wir erstmal zu den Tieren. Wie sieht es hier aus bei den Schafen? 7200 Liter sind noch drin. Okay, da können wir schon wieder gute 2400 Liter nachschmeißen. Bei 9600 ist, glaube ich, das Maximum am Lager. Und hier haben wir schon wieder 2300 Eier auch am Entladepunkt. Und hier sieht man 65 Schafe fast nichts wert. Ne? Aber hier haben wir 25 Schafe mit. Die sind, die deutlich mehr wert haben. Interessant, habe ich da die 200er gekauft? 8 Monate alte. 19 Monate alt, okay. Naja, gut. Irgendjemand hat mir auch geschrieben, wann die Schafe quasi ihren Peak haben, was das Geld angeht. Und hier haben wir ja verschiedenste Hühner sozusagen, verschiedenstes Alter. 17 Monate sind die ältesten, genau 7 Monate, 5 Monate und 9 Monate. Also so lange hat es gedauert, ne? Vom 17. bis zum 9. Monat, dass die ersten Hühner dann da selber kamen. Da könnte man jetzt theoretisch eventuell auch mal 100 davon verkaufen, aber 100 Hühner verkaufen, das bringt ja was nichts. 2.500 €. Ja, gut. Zur Not, ne, geht auch das. Aber, wie gesagt, noch ist genügend Getreide drin. Diesen Monat überstehen wir noch, da können wir im nächsten Monat uns dann drum kümmern. Wir werden weiter mulchen. Bis denn. Tschüss.